Anschlagbrett bedeutet immer Arbeit. Gucken wir doch mal. Mehr hier. Vielleicht gibt es ein bisschen Fell. Nö. Kein Fell für uns. Schade. Fell ist immer gut, weil das bringt viel, viel Gold, wenn man es verkauft. Was guckst du so? Belästige uns arme Leute nicht länger. Alles klar, läuft bei dir. Als ob dich jemand mit dem Arsch angucken würde, Glimmer. Okay. Schließen die hier ihre Sachen ab, ja? Helft uns bei der Bestattung. An den, der Augen hat zu lesen. Neulich ist unser Falibor gestorben. Okay, ich glaube nicht, dass das uns galt. Warnung. Einem in einsamen Wäldchen sind Schreie weit zu hören und Schatten reichen weit. Meide also finstere Unterholz, mein Kind. Okay. Anzeige. Vermisste Ehefrau. Das klingt doch gut. Und nicht erkundeter Ort. Achso, okay. Also wir haben die durch die Dinger die Fragezeichen gekriegt. Ist noch ein Anschlagbrett. Ja, okay. Also durch die Anschlagbretter kriegt man auch die ganzen Fragezeichen hier, ne? Und wir müssten jetzt auch eine Quest gekriegt haben. Genau, wildes Herz. Ja, wildes Herz. Okay, sollen wir mal ein bisschen mal gucken hier. Unsere Männer waren verärgert. Läuft. Das hat sich doch mal gelohnt hier. Verbesserte Katze. Damit kann man im Dunkeln sehen mit dem Trank Katze. Sehr schön. Da haben wir auch unsere Ausrüstung. Mensch, geh nochmal rüber da. So. Wo ist denn eigentlich... Achso, da drüben. Wildes Herz geht hier los. Okay. Ja, dann nehmen wir das Anschlagbrett hier auch noch mit. Dann griffen beide Streitmächte an. Einer von jeder Seite. Die Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Mehr Plätze. Die Infanterie kam wie eine Mauer. Okay. Der Priester betet. Siehst du das nicht? Jag ihn nicht fort, oder weg. Was willst du? Juble. Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Der ist ja nett. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Mhm. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Hm, wo finde ich dich, wenn ich die Leichen und verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Welcher Priester hat denn bitte so eine Keule da am Ding? Und sagt zu seinem heiligen Zeug und so?
Das ist meins. Danke. Oha! Okay. Ist das näher? Ja. Gucken wir los, erstmal. Lauf! Machen wir erstmal die Scheiterhaufen hier. Gucken wir mal. Weiter so, Plätze! Hier ist eine Truhe. Wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Höhle. Hoffentlich brennen sie gut. Diese Ghule immer. So, na, die könnt's ja nicht mehr brauchen hier. Eine Prise Igni. Also es lohnt sich in dieser Welt auch ab und zu einfach... Boah, den habe ich auch nicht gesehen. Cool. Ja, wie ich es gerade gesagt habe, es lohnt sich in der Welt auch einfach mal hier so querfeld einzulaufen und einfach mal ein bisschen zu gucken. Denn überall in der Welt verstecken sich irgendwelche Sachen, die man so finden kann oder schöne Orte oder irgendwas anderes. Ja, kann ich euch nur empfehlen, euch das einfach mal so ein bisschen zu geben hier, die Landschaft anzugucken. Ein bisschen die Welt auf sich wirken zu lassen auch. Und zwischendurch auch mal ein paar Blumen einsammeln, habt ihr ja gemerkt. Ihr braucht die dann tatsächlich auch mal für irgendwas, für einen Trank oder sonst irgendwie. Und wenn die... wenn die Monster jetzt langsam stärker werden, dann müssen wir auch mit Tränken arbeiten. Also das gebe ich da noch zu, das muss ich da noch machen. Da muss ich dann ein bisschen mich mal belesen, mal ein bisschen gucken, welche Tränke sinnvoll sind. Dann schauen wir mal. Die Sache bei den Tränken ist aber, man muss ein bisschen aufpassen, weil die vergiften einen auch. Stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Höhle. Hoffentlich brennen sie gut. Eine Prise Igni. Ja. Mach. So, schön umgucken hier. Vielleicht liegt in dem Baumstamm hier noch was drin, ne? Okay. Ja. Sollte es das hier.
hier gewesen sein? Da drüben nicht mehr ist. Okay. Ich glaube, das war's hier. So. Dann jetzt nur noch ein Scheiterhaufen. Mal gucken, was das wird. Da sind wir ja schnell da. Haben wir die Quest auch fertig. So, sind bestimmt wieder Ghule. Steige ich mal schon ab. Damit Plötze nicht so... Scheiße, einer legt noch. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. No. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ah, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Okay, dann schlag dich mal mit den Hunden, ne? Eine Prise Igni. Geh mal dem mal helfen. Geh mal, ich hab dir so ja einmal mit Feuer gemacht. Bin ich nicht nett. Kann er sich ransetzen und wärmen. Ist doch schön. So. Wo sind die jetzt hin? Ach so, die sind weg. Oh, schön. Haben sich schön verpisst. Na gut. Gehen wir erstmal weiter. Läuft ja nie weg. Oh, ein Wildhund. Also, sie sind aber überall hier, ne? Los mit den Leuten hier. Ich dachte, er kam auf mich zu gerannt. Los, hey, was zum Teufel? Komm zurück, du Schwanz! Was ist denn los mit ihm? Mach mich los, bevor die Nächsten kommen! Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee? Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder, fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Gut, ich helfe dir. Oh, helfen wir ihm mal. Danke.
Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech, da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Oh. Da sind wir aufgestiegen, Stufe 4. Das bedeutet, wir haben wieder einen Punkt frei. Und dann können wir uns der Vitalität widmen. Wieder ein bisschen mehr Leben. Das war wichtig. Da sind noch mehr Ertrunkene. Aber ich glaube, die können wir jetzt vernachlässigen. Ich würde gerne erstmal in die Stadt kommen irgendwie. Dort drüben habe ich ihn gesehen. Was tust du? Du kannst sie hier nicht rechtzeitig verstecken. Ich gebe sie nicht auf. Nie im Leben. Ihr Gequieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. So, okay. Haben wir wieder ein paar nicht erkundete Orte gekriegt. Oh, wir haben ganz schön viele. Und dann müssen wir auch eine neue Quest gekriegt haben. Ein Hexerauftrag. Okay. 33, den können wir noch nicht machen. Der ist ein bisschen zu dolle. Tja. Aber hier ist ja die Taverne am Scheideweg, genau. Gut, wir bedecken das Blut mit Sand. Hab so das Gefühl, die wollen mich nicht. Lauf zum Wald. Warte dort auf mich, verstanden? Ja, Papa. Los, schnell! Fast wäre ich reingekommen. Okay. Die sind ja alle ziemlich misstrauisch. Hallo. Ein Hexer? Und keinen Moment zu früh. Mhm. Du hast einen Auftrag für mich? Ja, es geht um meinen Bruder Mikkel. Der ist schon seit einer Woche mit den Frauen aus Bella in den Bergen. Frauen aus Bella? Bella war ein reiches Dorf, bis der Krieg kam. Da brannten die Hütten, die Vorratskammern wurden geplündert und die Männer eingezogen. Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen. Hm. Also niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich könnte mich der Sache annehmen, wenn du mehr zahlst. Ui, das ist doch schon mal eine schöne Bezahlung, ja? Naja, wir wollen ja mindestens 320 haben, wa? Das Leben meines Bruders steht auf dem Spiel. Da kann ich nicht knausern. Top! Na, super. 40 mehr rausgeholt. Na schön. Ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Das nimmst du zurück. Die haben sich bestimmt nur verlaufen. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt. Nun, er hatte Kalbslederstiefel von Meister Holzschuh an. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen nur ruiniert. Aber er war so stolz darauf. Das müsste reichen. Danke. Okay. Cool.
Schenk nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Bist du Hendrik? Nein. Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temeriens oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Entschuldigung. Bis dann. Trink weiter. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Läuft bei ihm. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Ich hoffe, wir müssen das nicht bezahlen. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Jo. Wo recht hat? Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Sie können's einfach nicht ab. Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Sehe ich das nur so oder geht dich das einen Scheißdreck an? Ich hab mich wohl verhört. Hast du nicht. Er hat dich beleidigt. Dann muss ich ihn wohl töten. Dann probier's doch. Töte dich! Mach dich halt! Hinter ihm! Ja. Klappt doch nie! Erledigt. Oh. Dich zünd ich an, Junge. Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf. Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Hm. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hättet seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Nimm den Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Okay. Sei gegrüßt. Etwas zu trinken. Vielleicht. Ja, guck mal, der hat. Schön. Gewinnkarten. Sehr gut. Oh, bei dem werden wir unsere Sättel los. Sehr schön.
Ja, kann man auch noch ein bisschen was verkaufen. Okay. Danke. Leb wohl. Na, sehr schön. Er hat ein paar Gewinnkarten dabei. So gefällt mir das doch. Was zur Hölle? Was hast du mit Jungs gemacht? Töte mich nicht. Ich war's nicht. Ich schwöre. Oder alle niedergemäht, würde ich sagen. Das hat sich doch gelohnt. So. Hier drüben soll der sein. Okay. Wir bräuchten erstmal eine große Stadt, wo wir immer was verkaufen können, auf jeden Fall. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube hier. Das ist doch hier bestimmt. Wenn das hier Nilfgaard ist, müsste das ja hier Ochsenfort sein. Ja, dann muss doch hier der blutige Baron leben. Ja, dann würde ich sagen, dann... Ja. Statten wir dem doch mal einen Besuch ab, würde ich sagen. Und dann beenden wir die Folge an der Stelle, wenn wir bei dem blutigen Baron sind. Großplätze. Dann machen wir da in der nächsten, die nächste Folge dann weiter. Ja? So, Baumstamm. So gut. Wieder jemand was versteckt. War nicht gut genug vor mir. Ich hätte ja gedacht, die wollten was von mir. Aber gut. Dann nicht. Okay, Monsternest. Wir haben gerade eh keine Bomben. Rüber, ne? So, da vorne sieht es so aus, ob wir reinkommen. Dann. Bärenfell ist aber gut. Zieh die Waffe! Was? Was will er denn? Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus! Das willst du nicht. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern! Halt, sag ich! Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid! Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen,
der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen, nach dir kommen noch 99 weitere. Zu Diensten. Bringen wir es hinter uns. Schon gut. Ich ergebe mich. Okay. Dort ging er reicht's recht. Jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Manche sind aber auch einfach selten dämlich, ja? Sie sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Oh, das hat sich schon rumgesprochen, sag. So. Mama sagt, wenn ich brav bin. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Das Haar, so weiß wie Quark. Ja. Beweg dich. Ich komm gar nicht zu heute. Vielleicht hab ich jetzt. Langweilig wie Erbsen zählen. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Irgendwie kommen wir da nie rein. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Das ist... Allein die Auswahl ist ja schon legendär. Nicht schlecht. Woher kommst du? Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark. Ah, meine Vorräte sind nicht. Oh, der kann. Der spielt Gwind. Zeig mir deine. Ah, was ist das? Religion und dem. Okay. Ah, da finden wir bestimmt was. Brauche ich nicht kaufen. Ja, okay. Bisschen mehr Schaden tatsächlich. Ja, ein Brustau. Cool. Leb wohl. Was haben wir jetzt gekriegt? Hexe? Arr, bin ich eigentlich unsichtbar? Wie müssen wir da reinkommen? Soll ich dir in den Arsch treten? Na, na, na! Okay. So, irgendwie kommen wir da noch nicht rein. War das auf jeden Fall ein Rüstungsschmied? Tja, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir dann doch erstmal die Hauptquest.
Aber ich würde sagen, für heute reicht's erstmal. Wir können erstmal hier speichern. Und an der Stelle machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich denke, wir haben ja heute echt viel geschafft. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Follow da lassen. Und ansonsten hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns.